Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Oh, Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen durchgeschwitzt. Vom Turtle Beach Atlas Air, was ich von Merima geschenkt bekommen habe. Das wollen wir jetzt erstmal auspacken. Und erstmal gucken, wo. Also ich habe hier oben eine Lasche. Ich habe hier aber auch eine Lasche. Oder kann man das hochziehen? Also das hat ja einen Grund, warum wir hier eine Lasche haben. Also, ganz toll. Ich hasse es. Jedes Mal das Gleiche mit so einem Laschen und Aufklebern. Da hakelt es bei mir immer. Vorsichtig, dass wir hier nichts kaputt machen. So, jetzt müssen wir gucken. Kriegen wir das jetzt hier rausgezogen? Nein. Kriegen wir das hier aufgemacht? Nein, also muss es doch noch hier auch noch aufgehen. Und das hier unten doch auch dann, oder nicht? Hier unten. Ja, hier unten auch. Da haben wir auch so eine Lasche. Ist doch nicht. Warum machen sie sowas dran, wenn es sowieso nicht funktioniert? So. Und dann hier auf. Gut abgekriegt. So. Und jetzt mal gucken, wie kriegen wir das jetzt auf? Rausziehen? Nee. Hier. Nee. Das ist... Ach, eng. So. Mit Tasche... QR-Code, das wird, denke ich mal, die Anleitung sein. Und wir haben einmal einen Klinkekabel mit bei. 4 Striche auf 3 Striche. Das müsste 3 ist auf jeden Fall für den Controller. 4 kommt, denke ich mal, ins Headset rein. So, dann haben wir hier ein USB-A und auf der anderen USB-C. Ja. Warte mal, ich zeige euch das nochmal, dass ihr das genauer seht, was ich meine. Das, so. Einer hat 4 schwarze Ringe, der andere hat 3 schwarze Ringe. Und dann haben wir hier noch das Mikrofon mit einem Popschutz. Ja, das klingt komisch, aber ist so, so heißt dieses Styropor, was man ranmacht oder ums Mikrofon macht, das ist ein sogenannter Popschutz. Das soll dafür sein, dass bestimmt beim Ausatmen, also die Luft, oder wenn hier ein bisschen Luftzug ist und so Geräusche wie Psst, Psst und so nicht so schlimm kommen. Dann, oh, ein USB. Gut, der ist so, ja. Kann man dann per Bluetooth am PC ranmachen. Gut. Jetzt müssen wir nur noch, wartet mal. Jetzt müssen wir uns nur noch das Headset an sich angucken. So, wartet mal, ist da noch was drin? Ach nee, nur noch diese Salzbeutel. Zum Feuchtigkeit aufnehmen. So. Wartet mal, hier geht es noch weiter? Nee, doch. So. Oh, das ist ja cool mit so einem Netz hier. Geht das ab oder musst du dranbleiben? Ach, das ist auf dem Bild auch drauf. Habe ich gar nicht richtig erkannt.
stylisch aussehen tut's schon, muss man sagen. Oh, es steht groß rechts, links drauf. Guckt euch das an. Rechts, links. Oh, das liebe ich, weil die meisten schreiben das immer ganz klein, hier irgendwo hin oder hier rauf und dann in ganz leichter, etwas hellerer Farbe als das Headset, wo du sagen musst, was? Wo du richtig ans Auge ranhalten musst, um was zu sehen, oder hier innen drin, wo du denn auch nicht wirklich besser lesen kannst, vor allen Dingen nicht abends, wenn du zockst, weißt du, wie rum? Und da finde ich das geil. Müsste Pflicht sein. Rund, ich bin mal dabei. Oh, das ist aber leicht. Das ist sehr leicht. Das spürst du ja nicht. Drück doch nicht. Wartet mal, ich weg. Ist zwar jetzt Unboxing, aber egal. Ich mache mal hier spontan Wechsel. Alles am Stück aufnehmen und dann schneide ich mir das zurecht. So, also ihr werdet dann Cut kriegen. So, werdet ihr jetzt einen Cut gehabt haben, weil ich die Kamera einfach so umgebammelt habe. So, links, rechts. Das ist richtig, richtig leicht. Drückt auch überhaupt nicht. Ganz leicht. Auch, ich hätte jetzt gedacht, weil es rund ist, wegen meinen Ohrringen und weil ich ja ein bisschen größere Ohren habe, dass es irgendwie Probleme macht. Aber nö, die passen gut rein. Drückt nichts. Drückt nicht hier oben. Drückt nicht hier unten. Ne, hier unten gucken die Ohrringe so ja raus, siehst du? Aber man merkt nichts. Oh, schön. Ich höre auch noch ein bisschen Umgebungsgeräusche. Und das ist wirklich, das Band hier oben, das ist wirklich. Drückt überhaupt nicht. Das ist saugeil. Das muss ich dann demnächst testen. Den USB-Stick einfach ran und dann sollte das ja kompatibel sein. Dann muss ich es nur meiner Streaming-Software umstellen und dann passt das eigentlich. Aber das schaffe ich heute leider nicht mehr. Dafür habe ich heute viel zu wenig Zeit. So. Aber das ist saugeil. Das werde ich nachher gleich mal testen dann. Ah nee, ist ja schon. Nee, das schaffe ich nicht. Kurzfristig zu testen. Es ist gerade 18:30 und ich wollte im Keller noch wenigstens zwei, drei Sachen fertig kriegen, dass wir denn, wir sind nämlich gerade am Sachen wegschmeißen und also zusammensuchen, was denn im Müll, nach und nach im Müll kann oder Papiertonne oder Altkleidersack und dann machen wir verschiedene Säcke fertig und bringen die dann jetzt nach und nach weg und Sperrmüll ist auch angemeldet, da kommt nochmal auf eine extra, ach, hör mir auf, ey. Das hat sich jetzt in den letzten, na, wie viele Jahre wohne ich jetzt hier? 17 Jahre wohne ich hier? Oh Gott, schon so lange. Hat sich das da unten so zusammengesammelt? Frauchen wohnt seit 6 Jahren hier. Oder das wären jetzt 6 Jahre und ihr Keller ist auch schon wieder voll. Oh, so alte Kindersachen und Laufstall und. Das brauchen wir alles nicht mehr. Das kommt jetzt machen wir Kahlschlag und einmal alles weg. Und dann ist da unten auch wieder Platz. Für das Weihnachtszeug und so. Das ist da jetzt ein Chaos. Ach. Die Große hat auch immer alles nur ringedonnert und ja, da machen wir jetzt Kahlschlag und dann kommen die Keller komplett leer. Das Einzige, was ich aufhebe, sind meine Kartons von meinen Konsolen und von meinem Spiel Sonderedition halt von Assassin's Creed. Sonst und meine CD und DVD-Sammlung, sonst kommt alles weg. Und das Weihnachtszeug, Osterzeug, alles weg. So, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Hardware-Video werden wir demnächst dazu machen. Ich weiß noch nicht wann. Vielleicht veröffentliche ich das auch alles erst, wenn ich das Hardware-Video gemacht habe. Das muss ich mal gucken. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.